am Sonntagabend im Fernsehen und in den Medien zu hören war, das war blanke Lüge. Ich muss das so sagen. Es gab am Rande dieser nicht angemeldeten Demonstration, ich war kein Demonstrationsteilnehmer, sondern ich wollte zu den Firebirds mit vier bekannten oder befreundeten Familien. Es war eine unangemeldete Demonstration, aber es gab von den Seiten der Demonstration keine Ausfälle. Es gab meiner Ansicht nach auch keine Verletzten. Es gibt ein kleines Handyvideo, wo irgendein dummer, schwarz gekleideter Mann einem ausländisch aussehenden Mann nachgerannt ist. Mehr war nicht. Ihr Presse, hört auf, über Chemnitz so schlecht zu sprechen. Wir sind stolz auf unsere Stadt und wir lassen uns das nicht gefallen. Und ich muss das so deutlich hier sagen. Und das Zweite, was ich sagen muss, 2015 sind so viele Ausländer nach Deutschland gekommen. Da gab es schon einen ehemaligen Innenminister, der gesagt hat, hier werden verdammt viele Fehler gemacht, wenn nicht mal die Personalien festgestellt werden. Warum ist das geschehen? Und dann, wir schaffen das. Und dann sind seit 3 Jahren fortwährend in allen Städten der Bundesrepublik oder in vielen Städten der Bundesrepublik Straftaten passiert, die niedergeredet werden. Aber wenn hier in Sachsen Leute ihrer Arbeit ordentlich nachgehen und abends Angst haben, vom Theater nach Hause zu laufen, wenn sie nicht durch den Platz der Opfer des Faschismus nicht mal mehr gehen können, wenn man an den Roten Turmpassage geht und man wird von oben bis unten gemustert, ob man vielleicht ein potenzieller Rauschgiftkunde ist, das geht nicht mehr. Das lassen wir uns auch nicht mehr gefallen. Hier draußen stehen... Und deswegen ich... Genau... Gut, das, also. Und ich bitte Sie darum, dass wir einfach klar sagen, wir brauchen Maßnahmen zur Integration. Aber diese Maßnahmen, die müssen so gesteuert werden, dass die auch unsere Kultur begreifen und vielleicht auch annehmen. Wenn ich in Dubai, wenn ich in Dubai meine Frau küsse, da gehe ich ein halbes Jahr ins Gefängnis. Und wenn die hier unsere Mädels anfassen, da kriegen sie nicht mal ein Tutu.